Malerei und Fotografie. Wie passt das zusammen? Doch gerade dieser Unterschied macht die Ausstellung spannend. Malerin Anna Bittersohl und Fotograf Horst Kistner stellen ihre Werke unter einem Dach aus. Im Kurhaus Warnemünde hat Kunstgalerist Alexander Gerke die beiden vereint. Vorab wurden die Besucher vom Künstler Jäger 90 überrascht. Das verdanken wir natürlich den besonderen Platzverhältnissen hier im Kurhaus. Wir haben einfach so viel Raum, über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Davon träumt man, wenn man mit einer ansonsten eher kleinen Galerie unterwegs war. Und dann war es so, dass die Anna Bittersohl, wir haben uns schon vor 2 Jahren für diese Ausstellung verabredet. Dann wissen wir ja, was so alles dazwischen lag in den letzten Monaten. Und dann kam dazu, sie hatte vor einem halben Jahr in Stuttgart eine große Ausstellung. Und eigentlich war geplant, dass wir einen Teil der Bilder, die sie da in der Stuttgarter Ausstellung hat, dann auch mit nach Warnemünde nehmen. Und dann hat sie aber auch alles verkauft. Das ist alles verkauft, was sie dort in der Ausstellung hatte. Die ist wirklich im Moment sowas von gefragt. Und dann hat sie sich ins Atelier eingeschlossen, hat neue Bilder gemacht. Aber ich habe dann gedacht, okay, dann wird der große Platz einfach nicht zu füllen sein. Und habe dann die zweite Ausstellung, die danach geplant war, mit dem Horst Kistner, quasi dann dazugenommen, sodass wir beide parallel ausstellen. Es sind 2 Solo-Ausstellungen zu sehen. Zum einen präsentiert Malerin Anna Bittersohl ihre Werke. Sie stammt aus Dachau, hat an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert und arbeitet in Leipzig. Die Bilder ihrer Schau, The Threatening Thing About Breathing, was so viel heißt wie das Bedrohliche am Atmen, sind für sie frei interpretierbare Werke. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich nicht so mit einer konkreten Bildvorstellung anfange, wo man sagen kann, da kommt das hin und da kommt das hin und da ist die Farbe und die, sondern das fängt meistens mit einem kleinen Gedanken an. Also ich habe so eine Beobachtung oder irgendwas, was mich umgibt, irgendwas, was jemand gesagt hat, und das ist mehr so wie so ein Musikstück in einem drin oder so eine Melodie, die man hört, der ich dann versuche nachzugehen. Also es ist mehr ein Gefühl vielleicht, und dann versuche ich Dinge zusammenzufügen und Farben und Material und diesem Gefühl nachzugehen und das so präzise wie möglich, also für mich dann präzise umzusetzen. In ihren Werken gibt es viel zu entdecken. So begegnen einem Gesichter, Bauten oder auch Körper. Anna Bittersohl geht es um innere und äußere Haltungen, welche während des Arbeitsprozesses bei ihren Werken entstehen. Um Haltungen geht es auch bei Horst Kistner. In seinen Werken finden sich 2 Leidenschaften, einmal die Fotografie und Vintage Design. In seiner Schau Lichtspiele öffnet der gebürtige Würzburger eine fast vergangene Welt. Ich schaue gerne Filme, so 50er bis 60er Jahre, Film Noir. Und die meisten Ideen entstehen wirklich, ich fahre allein Auto, am liebsten nachts, wenn ich Musik höre. Da kriege ich die meisten visuellen Einflüsse, Ideen, Eingaben, und dann mache ich Notizen und so entstehen meine Bildwelten. Ich glaube, es gibt einfach klassische Bezüge, Zitate aus der Kunstgeschichte. Es ist aber auch eine Brücke geschlagen zum Film Noir bis hin zu David Lynch. Klassische Malerei, Edward Hopper, von allem etwas, aber ich glaube, es ist dennoch was komplett Eigenes. Auf den ersten Blick wirken seine Bilder eher idyllisch. Hausfrauen, die ihren alltäglichen Arbeiten nachgehen. Doch dann bei genauerem Hinschauen die Überraschung. So alltäglich ist das Ganze nicht. Eine schöne Hausfrau, die ihre Pflanzen grün ansprüht. Für Kistner muss Kunst nicht immer logisch sein. Die Besucher sollen von der irritierenden Welt gefesselt werden. Bei Anna Bittersohl und Horst Kistner lohnt sich das genaue Hinschauen. Bis zum 19. September haben Sie dafür die Chance.